Dieses motherfucking Game gucken wir uns jetzt an. Und ich werde einfach nur ein Best of fucking LOL zusammenschneiden, wo ihr mir nicht erzählen könnt, und es war by the way 4.30 Uhr morgens, wo ihr mir nicht erzählen könnt, dass keiner von euch dort wegtilten würde, okay? Es ist das letzte Promo-Game, es steht 2-2 in der Series und es ist 4 Uhr morgens. Landing Phase ist relativ easy mit Raven, macht man nicht viel. Der Champ ist im Early einfach nur dumm. So, wir locken die Scheiße hier mal. Ich muss dazu sagen, ich habe in dem Game gefarmt wie ein König. Okay, ich habe gefarmt wie ein junger König. Im River ist Action. Okay, der Nocturne ballert den verfickten Jarvan und wir rotaten auf. Ich sag, bitte lass mir den Kill, ich habe 150 Stacks, bitte. Lucky, ich wette, der Bastard Jarvan hätte ihn mir geklaut. 150 Stacks auf Draven. Was gibt's Schöneres, was gibt's Besseres im Leben? Spiel geht weiter, ich könnte gleich back gehen. Alles Premium. Alles Premium. Ich bin jetzt schon gefeedet. Das ist das Schöne an Draven. Ihr seid jetzt schon fett. Ohne wirklich was gemacht zu haben. So, die Nocturne-Ulti war ein bisschen greedy. Dachte, mit den Jenner-Schildern etc. würde der hier ein bisschen überleben. Aber nicht mit mir. Tut der Äxte catchen wie sonst was. Und der Double Flash wie die geboosteten Monkeys. Draven Triple Kill. Jetzt war der Zug für die Botlaner abgefahren. Spätestens jetzt war der für die abgefahren und auch für fast alle anderen war der Zug jetzt abgefahren. So, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo ich mir denke, okay, du bist fett, riskier mal irgendwas. Und ich gehe Ultra Ham. Ich gehe Ham, Jenna kriegt 2 Auto-Attacks, ist Half-Life. Jinx ist 2 Q-Empowered, Auto-Attacks, ist Half-Life. Keine Ahnung, was die Jenna da macht. Das ist halt Low-Elo. Sie stirbt. Fail meine Ulti ein bisschen. Er flasht weg. Alles gediegen. Man denkt jetzt so, ja, die Gold-Advantage, 8K. Nur ein Tower ahead, dafür ist die gesamte Mitte schon durchgepusht, Botlane ist auch gesamt durchgepusht. Man denkt zu diesem Zeitpunkt, wenn man mich anguckt, wie ich einfach mal easy so eine 3 gegen 2 Situation schon kläre, man denkt, easy Game, ja, easy Promo, man freut sich schon. Aber es wäre keine easy Promo, wenn wir nicht in goddamn Silber oder Gold wären. Von daher, gucken wir weiter, was passiert. So. Und es wäre natürlich auch kein Silber-Game, wenn sie versuchen, auf Level 10 zu dritt Baron Nashor zu rushen. Und dabei fast draufgehen. Und ihn trotzdem weitermachen, was ist in dem Brain von dem Corki falsch, ist ja auch egal. Er macht ihn immer noch. Let's go, Corki, you can do it. Er stirbt sogar fast. Oh mein Gott, Alter, zum Glück sieht man... Oh mein Gott, das habe ich nicht einmal mitbekommen, dass die Gegner so geboostet waren, Alter. Da wird man noch aggressiver, wenn man weiß, dass man gegen so einen Menschen verliert. Aber wir gucken uns an. Warum verlieren wir überhaupt? Immer noch Killset, immer noch selbe Situation. Noch ist das Spiel okay. Und jetzt, meine lieben Freunde, guckt zu, warum ich diese Elo hasse. Wir gehen auf den Jarvan. Wir sind zu zweit Botlane. Und das gesamte Gegnerteam ist Miss, außer die Riven, weil die tot in der Base liegt. Und Jarvan entscheidet sich, 2 gegen 2 zu Tower-Diven. Immer noch Minute 23, der Tower macht immer noch Damage. Und wir traden, richtig, 3 gegen 0. Super Ausgangsposition, super schön, super easy. Eventuell war ich sogar schon zu deep mit der Scheiße, dass ich da unten überhaupt schon war, weil, wie gesagt, 4 Leute miss und Toplane wird gepusht, Midlane wird gepusht. Warum der Teemo Mitte ist, muss man nicht ganz verstehen. Teemo-Spieler. So, jetzt wird hier der Baron gepinkt. Und die Jenna gewone-shottet, die hat auf jeden Fall keinen Bock mehr. Es ist 4 Uhr morgens. Und es ist mein letztes Promo-Game. Und wir werfen weg. Ich bin jetzt also schon ich werde schon langsam sauer. Ich werde langsam richtig sauer. Ich mache immer noch Damage, alles gut. Alles Premium, alles super. Clear, Toplane Wave und guck mal, was Botlane schon wieder passiert. Scheiß auf Groupen, scheiß auf Warten, wir wurden ja erst 20 Mal aufgecatcht, wir gehen rein. Grüße gehen da nochmal raus an Jimbo. Kann man nur feiern, holen natürlich einen Kill, aber im Endeffekt, wer hätte es gedacht.
Ja, wer hätte es gedacht? Overall, ich gucke es mir an, ist schlecht, over schlecht, was hier gespielt wird. Stirbt auch noch. Ich glaube, Echo geht auch noch mal rein. Holy shit! Wir splitpushen wieder. Wir sind wieder übertrieben gesplittet. Und guckt euch Timo an. Timo steht 1 zu 8. Und was macht er? Es ist nicht so, dass der Typ ein Gehirn von einer Eintagsfliege hat. Denselben Mistake hat er 4 Minuten früher schon gemacht. Okay, 4 Minuten früher hat er denselben Mistake gemacht und er macht den wieder. Ich frage mich manchmal, was für Leute zocken League of Legends. Und ich muss wieder sehen, solche Leute wie mein guter Kumpel. Ey, sorry, Alter, aber ich sehe gerade, dass in dem Game sehr braindead warst. Es ist. Aber hey! Was könnte schlimmer sein als ein Timo, der feedet? Oder ein Echo, der sein Gehirn nicht richtig anstrengt? Ein Jarvan, der fucking eine Dschihad-Ausbildung im fucking Libanon hat, weil der kleine Bastard schon wieder 1 gegen 5 reingeht. Wir gucken uns die Situation nochmal an. Wir gucken sie uns nochmal an. Holy shit. Dieses Spiel, da wird mir echt schlecht. So, wir machen nochmal schön hier Slow Motion. Er sieht 5 Leute. Es ist ein 3 gegen 5. Er geht all in. Ich war nicht mal in Range. Ich kann doch keine Jarvan Q Ulti Range irgendwie in 2 Millisekunden mit Draven überwinden. Soraka wird hier geroutet. Da kommt der Stun von Riven rein, CC. Ich versuche wegzuflashen. Ich versuche wegzukommen. Ich werde nochmal genockt. Und schlussendlich Double Flash, Auto Attack, Crit. Ich bin weg. So schnell geht es auf Silber-Elo, ein Game wegzuwerfen. Und ich sag nicht, dass ich in der Runde gespielt habe wie ein König. Ich habe gut gefarmt, ich hatte einigermaßen gute Stats, die mehr oder weniger lucky waren. Aber holy shit. Wir werfen hier auf höchstem Niveau weg. Und ich habe in dem Zeitpunkt, und jetzt muss man jetzt mal sich auf der Zunge zergehen lassen, ich schreibe Jarvan Stopp. Stopp int. Stopp, Motherfucking in, schreibe ich zu diesem Zeitpunkt, weil der Jarvan einfach nur braindead ist. Und was macht Jarvan? Richtig, er verkauft als einziger Tank in unserem Team seine Tank-Items, um sich was zu kaufen? Eine KDU? Einen 1 zu 7 Jarvan als einziger Tank in dem Team kauft sich eine KDU. Mit 1 zu 7. Weil ich geschrieben habe, er soll aufhören zu feeden. Was wäre wichtiger, als aufgecatcht zu werden? Richtig, gar nichts. Wir werden wieder aufgecatcht. Da in der Weile. Schwarze Sonne 90. Es musste ein Deutscher sein. Bin ich schon Fullbild. Und jetzt kommt der einzige Mistake, wo ich sage, okay, da bin ich geboostet gewesen hoch 10. Aber ob das uns das Game verloren hat, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mit dem KDU. Fucking Jarvan. Und jetzt kommt der. Pass auf. Wir haben keine Vision. Ich dachte, die sind alle backgecallt. Easy peasy lemon squeezy. Und wollte, warum auch immer, in diesen Jungle gehen. Brainlag. 4 Uhr morgens, sowas passiert. Und tot. Game. Game. Einfach nur. Game. Game. 2-0 Lead in den Promos. Zwei Spiele unlucky verkackt. Drittes Spiel einfach nur ein Krampf. 4:30 Uhr inzwischen. Inzwischen 4:30 Uhr. Und wir verlieren so ein Spiel. Und ich sag nicht, dass ich gesackt hab. Allein bei dem Corki 101 kriegt das grobe Kotzen und möchte meinen verdammten Account an irgendwelche Kinder in Afrika spenden. Aber ich bitte euch, dass ein Challenger-Smurf sich easy einen Challenger hochspielt und sagt, es gibt keine Elo-Hell, okay. Ein Diamond-Spieler, der das macht, okay. Aber warum? Ganz easy. Weil er sich durch die Low-Elos durchcarryen kann, weil er einen Raff von dem Game hat, weil er das Game wahrscheinlich schon seit Season 2 spielt. Und weil er in dem Game bestimmt schon mehr als 2000 Stunden hat. Aber ich für meinen Teil spiele das Game erst seit einem Jahr. Und in einem Jahr nach Gold 2 zu kommen, denke ich, ist eine gute, solid Sache. Ich hatte auch kein Leben, von daher kann man sagen, du bist ein Bastard. Aber jetzt mal ehrlich, wenn ihr da wirklich in der Elo seid, weil ich da hingekämpft habe, weil ihr gerade mit dem Spiel erst noch nicht so lange euch beschäftigt, dies, das und Gold 2 seid, dann ist es okay, dann ist es gut.
dass, wie gesagt, ein fucking Diamond-Spieler sich durch die gesamte Gold- und Platin-Elo durchcarryen kann, wobei er bei Platin auch Problems haben wird, höchstwahrscheinlich, weil da die größten Hurensöhne sind, ist logisch. Der hat Ahnung, der hat einen Raff, der weiß, was er machen muss. Und ich sag nicht, dass man Games nicht unbedingt carryen kann. Aber es gibt Situations, wo ein 1-9 Teemo einfach... Da kannst du, wie gesagt, auch diese Teemo-Strohpuppe aus dem Tool, aus dem Übungstool, kannst du einfach auf die Top-Lane stellen. Die hätte mehr fucking mehr Impact, weil die wenigsten noch die fucking Top-Lane-Wave blocken würde. Der Teemo war einfach useless. Und der Jarvan, der sich dann entscheidet, eine KDU zu bauen. Warum? Jarvan? Warum? Warum? Ich werde nochmal ein Video machen, wo im Hintergrund ein Gameplay läuft. Warum ich einfach nur, wo ich die Elo-Hell erklären werde. Wo ich proven werde, dass es sie gibt. Wo ich einfach nur proven werde, dass es sie in irgendeiner Art und Weise gibt. Und natürlich, wie gesagt, für Diamond-Spieler gibt es sie nicht. Aber es gibt sie, glaubt mir. Ich werde dir noch ein, zwei Videos hochladen, glaubt mir. Ich sag nicht, dass ich wegen diesem Game die Promo verloren hätte, weil, wie gesagt, das Spiel davor unlucky verloren, Team-Combo, danach Riff ein bisschen Top-Lane, war ich ein bisschen am Feeden. Passiert. Ist passiert. So eine Games gibt's und da sage ich auch, okay, die habe ich verloren. Aber nicht das letzte Game. Auf keinen motherfucking Fall das letzte Game. Never. Von daher verabschiede ich mich, haut rein, bis zum nächsten Mal. Kessings Bye. JK, JK.